Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen Apollo Justice Ace Attorney weiter. Beim letzten Mal hatten wir uns mit tatkräftiger Unterstützung von Emma den Tatort angeguckt, das Studio des Künstlers Drew. Und jetzt als nächstes sind wir einfach mal zum Sunshine Kolosseum getigert, in der vagen Hoffnung, dass wir hier den Zeugen des Mordfalls treffen könnten, diesen seltsamen Reporter, Spark Brushell. Stattdessen sind wir jetzt im Kolosseum oder vor dem Kolosseum vielmehr Valent Grammarai über den Weg gelaufen, unserem absoluten Lieblings-Onkel Valent. Bevor wir uns noch weiter mit ihm unterhalten, würde ich sagen, gucken wir uns eigentlich noch mal ein bisschen genauer um. Ist hier jetzt, es sieht doch bestimmt irgendwie was anders hier aus, oder? Muss ja. Bei unserem letzten Fall sah das Zeichen anders aus. Da hatten Sie das von den Gaviners, oder? Hoffentlich passiert diesmal nichts Ungewöhnliches oder Mysteriöses. Oh doch, das wird die ungewöhnlichste, mysteriöseste Show aller Zeiten. Ich habe kein Problem mit mysteriösen Dingen, solange sie legal sind. Ich glaube, das ist kein gutes Thema für eine Unterhaltung zwischen Anwalt und Zauberer. Ja, vielleicht. Weißt du, der Gedanke kam mir schon beim Konzert der Gaviners. Das Kolosseum ist einfach viel zu groß. Der Name verspricht ja auch schon Größe. Das Sunshine Kolosseum. Na, soll ich dir verraten, wie das große Finale der Show in 3 Tagen aussehen wird? Was, echt? Ja. Das große Finale wird nichts anderes sein als... Jetzt sagen Sie nicht, Sie wollen das Kolosseum verschwinden lassen. Oh. Ups. Da habe ich wohl genau ein Schwarze getroffen. Apollo! Hat ihn da irgendein nervöses Zucken verraten oder woher wusstest du das? Ich habe einfach nur geraten, ehrlich. Und habe ihm ein bisschen die Laune verdorben, fürchte ich. Sieh mal, Apollo, ein Ballon. Mit dem Zeichen der Grammarais drauf. Dies ist immerhin ein lang erwartetes Ereignis. Nach 7 langen Jahren. Ich habe eine Menge Zeit und Geld für Werbung investiert. Ich hoffe, es wird ein großer Erfolg, Onkel Valent. Oh, sei versichert. Genau das liegt in meiner Absicht. Die beiden sind ganz schön aufgeregt. Scheint eine große Sache für Zauberer zu sein. Na gut. So, hier noch irgendwas. Hey, dieses Monster da. Das hat doch bei unserem letzten Fall auch schon Ballons verteilt. Das ist kein Monster, Apollo. Der arme Kerl. Oh, tut mir leid. Habe ich was Gemeines gesagt? Weißt du, wie heiß es in so einem Kostüm ist? Er ist da drin gefangen, nur begleitet vom Geruch seines eigenen Schweißes. Ständig kurz vor der Ohnmacht teilt er jeden Ballon aus, als wäre er sein letzter gewesen. Irgendwie verdirbt einem das den Spaß am Blue Badger. Ein wenig. Gut, okay. Schöne Szenerie. So. Wir hatten jetzt soweit alle Themen mit dir durch, ne? Ja. Aber wir haben ja so ein paar Sachen in unserer Gerichtsakte dabei, die wir ihm einfach mal zeigen können. Vielleicht hat er ja zu irgendwas eine Meinung oder so ähnlich. Eine Herausforderung? Ich soll das verschwinden lassen. Also gut, geben Sie es mir. Nein, danke. Sind alle Zauberer so? Apollo? Was war das eben für ein Blick? Ich habe bloß gedacht, wie schwer es ist, Informationen aus Zauberern herauszukitzeln. Furchtbar sowas. So, Zaubershow-Ticket. Ja, eine Herausforderung? Ich soll das... Nein, bitte nicht verschwinden lassen. Das wäre furchtbar nett. Ach, guck mal hier, der Grammarai-Umschlag. Hat der vielleicht irgendwie was zu sagen? Ich habe mich gefragt, ob sie mir das vielleicht erklären könnten. Sicher, das ist das Zeichen der Grammarais. Onkel Valent? Stimmt irgendwas nicht?
Trucy, wo hast du das her? Das hat mir Paps gegeben. Dein Vater? Zack? Nein, mein anderer Paps, Phoenix Wright. Warum jetzt? Warum sollte dein Herr Vater... Herr Vater? Jetzt übertreibt das aber echt mit dem geschwollenen Getue. Diese Unterschrift auf der Rückseite, erkennst du die? Die gehört keinem Geringeren als Zack Ramirai. Was? Papst hat das unterschrieben? Dürfte ich es mal öffnen? Es tut mir leid, aber das kann ich Sie nicht tun lassen. Was ist bloß in diesem Umschlag? Irgendetwas, was ihn zumindest mal zum Nachdenken anregt. Wer weiß, was das zu bedeuten hat. Und schon beim nächsten Beweisstück ist er schon wieder total fröhlich, weil er dann wieder einen auf Verschwindibus machen kann. So, hat er irgendwas zu den Gemälden zu sagen? Bestimmt nicht, ne? Ich denke mal auch zu den gänzlichen, also zu den ganzen anderen Beweisstücken, die wir hier so haben und mit uns rumschleppen. Da wird er jetzt nicht so sonderlich viel zu sagen haben, weil vermutlich war er niemals im Studio Drew. Wahrscheinlich kennt er nicht mal den Künstler Drew. Und damit hat sich die ganze Geschichte. Aber wir probieren trotzdem unser Glück und zeigen ihm halt so ein paar Sachen. Wirklich interessant dürfte es ja dann eigentlich bei der Visitenkarte von dem Reporter werden. Denn eventuell war der Reporter ja schon hier. Das zumindest unsere Hoffnung. So, Brushels Visitenkarte präsentieren. Es war also ein Journalist hier wegen einer Story. Das gesamte Universum blickt auf diese Bühne. Jeder Füller brennt darauf, ihre Geheimnisse zu Papier zu bringen. Sein Name war Brushel. Brushel. Ich glaube, er erinnert sich an ihn. Er sieht darüber aber nicht gerade glücklich aus. Brushel. Dieser süßliche Minzgeruch beim Lächeln, ja. Könntest du uns mehr über ihn verraten? Was wollte er? Okay, wir haben ein neues Gesprächsthema, sehr schön. Der Typ scheint ja Eindruck hinterlassen zu haben. Jemand mit dem Namen hat sich eben gerade bei mir gemeldet. Eben gerade? Valens Blick ist stets in die Zukunft gerichtet. Valens Füße schreiten stets voran. Das ist alles. Das ist alles äußerst verwirrend. Ich stehe doch kurz vor der Premiere einer großen Zaubershow. Ich wollte, dass jemand darüber berichtet. Aber er hatte nur Ohren für diesen Vorfall. Diesen Vorfall? Jedenfalls habe ich diesen raffgierigen Reporter gebeten, sich zu entfernen. Was interessiert mich der Tod irgendeines Malers? Das ist nur eine Fußnote der Showgeschichte im Vergleich zur Zauberei von Ramirai. Onkel Valent, weißt du, wo der Reporter hingegangen ist? Ich empfahl ihm einen Besuch in dieser bei Verbrechern so beliebten Anstalt. Die Strafanstalt? So eine unhöfliche Person. Dürfte ich einen Blick auf diese Karte werfen? Sicher. Er wollte meinen Ruf zerreißen? Jetzt werde ich ihn zerreißen! Oh, große Zauberei am Werk, Apollo. Repariert er die Karte wieder? Ob das wirklich große Zauberei ist? Und was ist mit der großen Zauberei? Ist es nicht viel geheimnisvoller, wenn sie zerrissen bleibt? Er scheint den Journalisten wirklich nicht besonders gemocht zu haben. Ich werde mich jetzt der Vorbereitung meiner Künste widmen müssen.
Gehab dich wohl, Fräulein Trucy. Danke, Onkel Valent. Bereitet euch auf ein Wunder vor. In 3 Tagen. Was meinst du, worauf dieser Journalist aus war? Und warum hat Valent so auf diesen Umschlag reagiert? Ich denke, es ist an der Zeit, der Strafanstalt einen erneuten Besuch abzustatten. Unter Umständen ist es eine gute Idee. Hey, das ist schön, wie er einfach mal so ein Beweisstück vernichtet hat. Ja, die Visitenkarte des Reporters ist jetzt komplett weg. Hui, ist schon eine sehr spezielle Type, dieser Onkel Valent. Hallo Phoenix, tschüss Phoenix, muss in die Strafanstalt. Wir sehen uns. 7. Oktober, Strafanstalt, Besucherraum. Ich denke, ich verstehe, was Sie meinen. Immer dreht sich's nur ums Geld. Zitat Ende. Nein, 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 auf keinen Fall. Sieht aus, als wäre da schon ein Besucher. Vielleicht der Reporter? Hey, wie geht's? Wer sind Sie denn? Entschuldigung. Wir wussten nicht, dass schon jemand da ist. Apollo Justice, Anwalt. Ob der Typ jemals still sitzt? Sie? Sie sind Justice? Sie? Sie kennen mich? Ob ich Sie kenne? Natürlich kenne ich Sie. Anwalt starrt Zeugen nieder, bis sie auspacken. Zitat Ende. Das stimmt nicht. Was schreibt er da? Sind Sie etwa Reporter? Du! Du bist Trucy! Hä? Bin ich berühmt? Oh ja, oh ja! Trucy Wright hasst Handtaschen. Sie steckt alles in ihr Zauberhöschen. Zitat Ende. Das stimmt so nicht. Immer langsam mit den jungen Pferden. Ich hab das Interview gleich im Kasten. Interview? Also, Herr Wachmann, ich denke, ich weiß, was hier vor sich geht. Das Wacheschieben ist mein Leben. Was brauche ich mehr? Zitat Ende. Nein, wie oft soll ich Ihnen das denn noch sagen? Ich habe noch was zu erledigen. Kümmern Sie sich um ihn. Sind Sie hergekommen, um die Wache zu interviewen? Oh je, was für ein Desaster. Angeklagte redet nicht. Brauchte Interview, sonst wäre ich ausgeflippt. Zitat Ende. Hätte ich mir denken können. Wo sind bloß meine Manieren? Brushel der Name, Spark Brushel. Bin nicht wählerisch. Journalist schließt Augen, schreibt. Zitat Ende. Was ist das bloß für ein süßlicher Minzgeruch, immer wenn er grinst? Er sieht furchtbar gruselig aus, wenn er grinst. Das ist so eine richtige Joker-Fratze. Aber seltsamerweise nur, wenn er einem so die Zähne zeigt. Bevor Sie nicht von mir interviewt worden sind, wissen Sie nicht, was aufregend ist. Wilde Rasen über Chaoskreuzung. Wahnsinn. Zitat Ende. Alles klar. Er schreibt schon wieder irgendwas. Naja, wenn er Reporter ist, vielleicht weiß er ja was. Vielleicht weiß er ja was. Na gut, dann reden wir mal mit ihm. Herr Brushel, Sie sind also Journalist? Ich? Lass mich mal eins klarstellen. Ja? Ich bin hier der Interviewer. Verstanden, ja? Ich stelle hier die Fragen. Zitat Ende. Okay. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Was meinst du? Sieht sich ein Filmregisseur Filme an? Ja, wahrscheinlich schon. Genau. Ich wusste, dass du das verstehst. Hä? Okay. Also, in der Mordnacht. Waren Sie beim Studio Drew? Wer, ich? Lass mich mal eine Sache klarstellen. Ja? Ich wirke vielleicht ruhig und gelassen, aber ich habe jede Menge zu tun. Immer unterwegs. Journalist kauft nur Einzelfahrkarten. Kein Blick zurück. Zitat Ende. Okay.
was an Einzelfahrkarten so besonders ist? Du benutzt sie einmal, dann sind sie weg. Sie werden einfach vom Schaffner entwertet. Okay. Aber werden nicht alle Fahrkarten einfach entwertet? Genau, siehst du? Ist genau das Gleiche. Was jetzt? Ah. Hilfe. Sie wollten also eine Story über Drew Misham machen. Und das gab es vorher wirklich noch nie? Ganz genau. Pass auf, lass mich mal eine Sache klarstellen. Was? Du willst sicher was über meine Quelle hören. Wie ich auf Drew gekommen bin. Warum ich das Interview ursprünglich machen wollte. Ja. Pass auf, das ist wie... Sagen wir mal, da ist dieser Burgerladen mit diesem irren Ketchup. Meinst du, der Burgerfritze erzählt mir, wo er das her hat? Vom Supermarkt vielleicht? Genau, siehst du? Davon rede ich doch die ganze Zeit. Ich glaube, diesmal habe ich sogar was verstanden. Tja, da kann ich eigentlich nicht viel zu sagen. Wände haben Ohren. Besonders Glaswände mit Lautsprechern. Zitat Ende. Okay. Ich denke, wir gehen dann mal. Aber wo Sie schon mal hier sind, kann ich genauso gut erzählen, was ich mitbekommen habe, weil es Spaß macht. Klar, erzählen Sie es uns, weil es Spaß macht. Ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen. Ich kam aus dem Kino und ging in diesen Burgerladen mit dem tollen Ketchup. Da stach mir dieser Artikel ins Auge. Berühmtes Ölgemälde aus Galerie gestohlen. Zitat Ende. Ein Ölgemälde? Passiert fast täglich, nicht wahr? Aber mir kam es so vor, als hätte ich das Gemälde schon mal irgendwo gesehen. Ein gigantischer Pfirsich, der einen Fluss hinuntertreibt. Jemand stiehlt ein Bild von einem Pfirsich? Journalist riecht Knüller, noch besser als Burger. Zitat Ende. Okay. Das mit dem Pfirsichgemälde kommt uns unter Umständen bekannt vor. Ich glaube, das Spiel will gar nicht, dass ich ihm jetzt weiter Dinge zeige. Wir machen es trotzdem der Vollständigkeit halber. Ah, okay. Lass mich mal was klarstellen. Ja? Ich weiß, was Sie gleich sagen. Brushel. Machen Sie daraus eine Hammerkolumne. Zitat Ende. Ehrlich gesagt, nein. Jetzt passen Sie auf, Kumpel. Die hammermäßigsten Kolumnen schreibe ich über eine Sache. Und das ist Essen. Und jetzt geben Sie sich mal einen Ruck und versuchen das zu verstehen. Was schreibt er da bloß? Er hat mir nicht eine Sekunde zugehört. Ja, ich glaube, das wird jetzt auf alles hinauslaufen. Ich meine, wir können ihm das komische Bild zeigen. Ja, lass mich mal was klarstellen. Genau. Kolumne und so weiter. Genauso auch das versteckte Gemälde. Jo, alles klar. Gut. Also die entscheidende Info, die wir jetzt von ihm bekommen haben, ist halt dieses Gemälde mit dem Pfirsich, das irgendwie aus einer Galerie gestohlen wurde. Und das wiederum, meine Lieben, führt uns zurück zum Studio Drew. 7. Oktober, Drew Studio. Nun, wie ist es gelaufen? Etwas rausgefunden? Da gibt es eine Sache, die ich gern mit dir untersuchen würde. Du kannst ganz schön unheimlich aussehen, wenn du möchtest. Und du siehst ganz wie jemand aus, der etwas weiß, Emma. So. Okay, Emma, ich möchte dir Sachen zeigen. Oder kann ich einfach mit dir reden? Nein, ich möchte dir Sachen zeigen. Ich möchte nämlich, dass wir uns jetzt diese verdammten Gemälde angucken. Guck mal. Dieses Gemälde befand sich hinter der Kommode. Ah, ja. Und? Es war doch nicht gestohlen, oder? Ich hatte schon gehofft, du würdest nicht darauf kommen. Meinst du, du könntest uns etwas dazu sagen? Ich denke schon. Es ist so, wie du denkst. Drew Misham war ein Fälscher. Ein Fälscher? Okay, interessant.
Also, was genau ist denn ein Fälscher? Nun, eigentlich ist es jemand, der Fälschungen herstellt. Kopien, um es anders auszudrücken. Kopien? Er stellt Kopien von einem Original her. So exakte Kopien, dass man sie nicht mehr unterscheiden kann. Ja, und warum kopiert man sie nicht einfach mit dem Fotokopierer? Das große Problem bei Fälschungen ist, dass die Leute versuchen, sie als echt zu verkaufen. Das ist natürlich eine Straftat. Drew Misham war also ein Krimineller? Ich befürchte ja. Er erhielt Geld, um exakte Fälschungen herzustellen. Wahrscheinlich, um sein Gehalt aufzubessern. Ich verstehe. Deshalb habe ich das hier überhaupt mitgebracht. Was meinst du damit? Wenn du feststellen möchtest, ob ein Gemälde eine Fälschung ist, kann die Rohskizze darunter ein wichtiger Hinweis sein. Die Rohskizze ist sozusagen die Übung, bevor es ernst wird. Wie ein letzter Zaubertrick vor dem Spiegel, bevor man die Bühne betritt. Aber nicht, wenn es um Fälschung geht. Nicht unbedingt. Du weißt schließlich, wie das fertige Produkt aussehen wird. Das ist wohl richtig. Deshalb habe ich das hier mitgebracht. Um unter das fertige Produkt sehen zu können. Jetzt verstehe ich. Nicht, dass es nötig gewesen wäre. Schließlich ist eines der Gemälde nur halb fertig. Trotzdem wäre es toll, Herrn Mishams Rohskizzen zu sehen. Was er so malte, wenn ihm niemand über die Schulter schauen konnte. Richtig, das wäre interessant. Und vielleicht wichtig für unseren Fall. Du solltest versuchen, ihr Honig um den Mund zu schmieren, Apollo. Mit Schmeichelei lässt sich bekanntlich alles erreichen. Vielleicht sollte ich Emma um Hilfe bitten. Ja, vielleicht sollten wir das tun. Vielleicht sollten wir uns tatsächlich mal eines dieser Gemälde genauer angucken. Vielleicht... Landschaftsbild. Fangen wir doch einfach mal mit diesem Bild an, wo wir sowieso die Rohskizze schon so halb sehen. Oder zu einem Viertel. Ich würde gern die Rohskizze unter diesem Gemälde ansehen. Und ich wollte wissen, ob das dein Hilfsmittel schaffen könnte. Oh, gut, in Ordnung. Aber nur dieses eine Mal. Komm, wir probieren es aus. Wey. So, genau. Achso, ja. Ich habe alle drei Bilder hier zur Auswahl. Wie gesagt, wir fangen mal mit dem Rohskizzenbild einfach an. Man könnte ja denken, dass das hier besonders interessant wäre oder so ähnlich. So, es funktioniert genauso wie auch bei dem Brief. Nur, dass wir hier halt... Na gut, ihr seht es ja auf der rechten Seite. Es ist eine sehr große Schicht, die wir jetzt eben nach und nach freilegen müssen. Und mit der Zeit werden wir hier vielleicht etwas Wunderbares sehen, was uns auf eine gewisse Art und Weise weiterhelfen wird. Oh, guck mal, was haben wir hier? Das sieht ja cool aus. Könnt ihr schon was erkennen? Vielleicht ja, vielleicht nein. Okay, drucken wir es aus. Also, wir sehen hier irgendwie so einen Turm mit einem Typen, der sowas ähnliches wie eine Gitarre in der Hand hat. Und es sieht irgendwie so aus, als würde der in Flammen stehen. Was? Was zum Teufel? Wow, total irre. Das fertige Gemälde entspricht überhaupt nicht der Rohskizze. Geräte wie meines gibt es noch nicht lange. Er ging wohl davon aus, bei der Skizze malen zu können, was er will. Was meinst du? Nun, in der Vergangenheit konnte man nur die Zusammensetzung analysieren. Zusammensetzung? Mit anderen Worten, die Spuren von Kohlestiften zwischen Farbe und Leinwand. So konnte man feststellen, dass es eine Skizze gab. Aber nicht, wie sie aussah. Ich glaube, ich kann dir folgen. Es war eigentlich unwichtig, was sich unter dem fertigen Gemälde befand. Einige Profis fertigen eine Rohskizze an. Und dann würden sie ein total neues Bild darüber malen.
Also zeichnete Herr Mischem, was er wollte, auf die Leinwand, bevor er sie bemalte? Möglicherweise. Ist das ein Problem? Eigentlich nicht. Aber irgendwas an der Skizze ist merkwürdig. Du bist plötzlich so still, Apollo. Meinst du, wir können eines der anderen Gemälde untersuchen? Ja, sicher. Dir gefällt dieser Detektivkram wohl, oder? Ja, ich finde gerade Gefallen daran. Ich möchte gerne das andere Bild hier untersuchen, das zweite. Was ist denn hier bei dem Kugelfisch zu finden? Ich meine, das mit dem ersten Bild, das ist doch einfach nur... Ist halt... Also... Eine nette Geschichte mit einem Typen, dessen Gitarre in Flammen steht, während er auf einem Turm steht und total abrockt. Okay, drucken wir es aus. Was sehen wir hier? Wir sehen auf der linken Seite irgendwelche Tannenbäume und in der Mitte sehen wir irgendetwas, das aussieht wie so eine Art Stand und ein Typ, der diesen Stand hinter sich herzieht. Dieses auch! Was ist denn los, Apollo? Du siehst plötzlich so ernst aus. Meinst du, ich könnte mir auch das letzte Bild ansehen? Von mir aus schon. Viel Spaß dabei. Dann gucken wir uns jetzt auch das letzte Bild an, von dem seltsamen, was auch immer. Ich würde sagen, fast sagen, das ist so eine Art Clown oder so übrigens. Hauptsächlich wegen der roten Nase natürlich. Aber naja, vielleicht sehe ich das auch verkehrt. Und eventuell kann man schon ein bisschen genauer sehen, was das ist. Und das sollte uns auch eventuell vertraut vorkommen. Okay, drucken wir es aus. Wir sehen zwei Menschen, die miteinander Karten spielen. Was? Was in aller Welt geht hier vor? Darf ich fragen, warum du so aufgeregt bist? Bist du sicher, dass das Gerät nicht irgendwelche komischen Strahlen abgibt? Trucy, sieh dir diese drei Skizzen mal an. Fällt dir was auf? Das Kartenspielen, der Stand, der Mann mit der brennenden Gitarre. Ah, sieh mal. Jetzt seid ihr beide so weiß wie Bettlaken. Was ist los? Diese Skizzen stellen die drei Fälle dar, an denen ich gearbeitet habe. Was? Der Mord in dem Pokerzimmer im Borschpott. Der tote Mann, der den Nudelstand zieht. Und dann... Die Ereignisse beim Konzert der Gaviners. Was könnte das bedeuten? Wie kann er diese Dinge gemalt haben? Und warum? Das möchte ich auch gern wissen. Warte, ist Drew Mischem dein Vater? Ach komm schon, scheint das auch nur ansatzweise möglich zu sein? Ich hatte zuvor noch nie von einem Drew Mischem gehört. Ich hatte nicht einmal ein Bild von ihm gesehen. Aber da waren meine Fälle auf Leinwand gemalt. Jeder einzelne davon. Es konnte kein Zufall sein. Aber wer war denn dieser Drew Mischem? Und was hatte er mit mir zu tun? Fortsetzung folgt. So. Und das, meine Lieben, ist der Grund, warum ich diesen Part jetzt so verdammt lang gemacht habe. Weil ich wollte natürlich mit diesem Cliffhanger jetzt das Video an der Stelle beenden. Hatte ich, als ich das gespielt habe, selber gespielt habe, für mich allein gespielt habe, hatte ich gut Gänsehaut in dem Moment irgendwie. Das ist tatsächlich irgendwie so ein Moment, der, weil, was zur Hölle?
Was bedeutet das? Was heißt das? Auf einmal nimmt dieser Fall irgendwie noch eine viel größere Tragweite, offensichtlich. Es stellt eine viel größere Tragweite dar, als man am Anfang überhaupt gedacht hätte. Was genau bedeutet das nur alles? Nun, das Spekulieren darf fleißig losgehen. Für den Moment machen wir aber natürlich erstmal wieder eine Pause und setzen das Abenteuer beim nächsten Mal fort. Ich sag jetzt erstmal wieder Tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.